Dann schauen wir mal, was das jetzt wird. Mit der Black & Deck. Von diesen, was auch immer, Balken. Die Teile sind 5 mal 15. Mal 15. Davon wird die Hälfte von diesen 15 eingeschnitten, 5 cm tief ausgeschnitten. Dann fällt praktisch so eine Ecke raus. Damit kann man die Dinge übereinander stellen bzw. seitlich aneinander stellen. Primitiven Arbeitsmöglichkeiten hier. Eine 20 Jahre alte Werkbank. Billigfabrikat Obi. Eine Kettensäge, eine Kreissäge.
und so weiter, kann man natürlich keine Präzision verlangen. Aber diese 72 Teile, die ich brauche, kriege ich auch so zustande. Scheißendreck. Das schneiden wir raus. Die ganze Arbeit ist ja eigentlich nur ungefähres Augenmaß. Das heißt nichts mit Präzision. Geht gar nicht. Da haben wir die Fotzen jetzt einen Nagel drin lassen. Oder? Das ist bloß ein Dreck. Das ist ein Nagel. Das ist schon erschnitten. Und ganz schön warm da herin. Ich hole mir natürlich die Säge kaputt, wenn ich jetzt so reinschneide. Scheißendreck. Sägt das sogar geschafft hat. Was steht da noch drin? Ja.
gefunden. Scheiße. Macht nix. Das ist keine Raumfahrtwissenschaft. Was wir hier machen. So, davon machen wir insgesamt 72 Stück. So. Wir haben 18 sowieso fertig. Jetzt kommen die nächsten 36. Fertig gesägt. Jetzt müssen sie bloß noch gebohrt werden. Natürlich hat alles mit Präzision nichts zu tun. Ein bisschen Präzision bräuchte eine kleine Wertbank, einen Bohrständer mit entsprechenden Anschlägen und nicht zur Wurschlerei. Was ich da habe. Aber das geht so auch. Weil das ist keine Raumfahrtwissenschaft. Es wird ein selbstbewässerndes, automatisch nachfüllendes Hochbeet. Zum Gemüseanbau. Na, da schaust du jetzt. Gemüseanbau. Mein Maß 2,5 cm. Dann immer markiert. Und immer Attacken von irgendwelchen Bienen oder anderem Gedöns. Jetzt müssen wir nochmal die Länge justieren. Thank you.
zwei Stück von 36 geschnitten und gebohrt. Zwei Stück. Ich weiß nicht, dass ich das so. Wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, ein Fuschprojekt. Fuschen, fuschen, fuschen. Dann doch. So exakt wie es möglich wäre. Verschieden dick, aber egal. In der Zwischenzeit tut man Charlie Rasenmäher. Das ist das Nebengeräusch, was man so hören kann. Jetzt ist er ziemlich nah da. Also das sehen könnt ihr. Da fahrt er jetzt. Ich nenne ihn Charlie. So.
Schon haben wir 4 von 36. Komplett fertig. Verschiedene Längen hier jetzt. Was ist das hier? Hier schwitzt sogar die Brille voll. Soll ich mal einer sagen, dass ich nicht Augen tue? Sogar meine Brille schwitzt. Astloch durchgefahren oder was? Aber ein präzises Maß von 2,5 Zentimeter, das ist schon geil. Oder?
Gewindestange, Einschlaggewinde oder Hülse oder wie auch immer, zwei Muttern zum Kontern. Und weil ich so viel schwitze, gehe jetzt GmbH machen. Geh mal Bier holen. Okay? Damit du Bescheid weißt. Heute geht's, wenn ich komme gleich.
Thank you.
Und wieso immer fehlt Werkzeug. Schon gefunden. Dies ist 2,5 cm Maß. Vergessen. Läuft. Läuft Nummer 1. Geschnitten und gebohrt.
Kaffeepause. Schnitt. Kaffeepause ist vorbei. Machen wir weiter.
Hörst es? Jeden Mittwoch, jeden Samstag. Tüdelüdelü. Tüdelüdelü. Jeder Arsch, der irgendwas zum Verkaufen hat, kommt mit seiner Musik daher. Wieder 46. Zweite Kaffeepause. Schnitt. Zweite Kaffeepause wurde verkürzt. Was? 18 geschnitten und gebohrt. So, Stand der Dinge. Samstagnachmittag um 5:30. Schaut es so aus. Die erste Kiste ist schon eingeschmiert mit Leinöl. Die zweite Kiste noch nicht ganz. Und die dritte Kiste ist auch schon aufgestellt. Ja. Da haben wir die Fandel vergessen, dass wir es ankabeln können. Aber das kriegen wir dann schon noch irgendwie hin. Ja. So schaut das aus. Müssen wir bloß noch
ein Seier mal werden zum Ausseiern, damit man die ganze Herde, die da hinten rumsteht. So. 7 Kinder. Und dann verteilen innen und außen. Ein bisschen innen neu, mehr außen. Ja, und dann kommt irgendwann der zweite Streich im Wasserbehälter. Wie gesagt, Samstag, 15.09.2018. Wie gesagt, da sind die Hochbeete. Das Zeug kommt auch noch rein. Und dann, servus, bis später. Alleine. Die erste Lage ist eingeschmiert. Jetzt habe ich noch so viel Saft übrig, dass ich noch mal schmieren kann. Weil streichen ist das ja keins. Kleines Update. Bin hier gerade am Erde 7. Erde. Keine schwarze Erde, noch nicht. Mittlerweile. Mittlerweile 14 von diesen Schuckern Erde rausgesiebt aus dem Haufen da. Was ich nicht brauche, fliegt da hinten auf den Haufen. So, da hinten kommt der Dreck. Hier kommt die gesiebte Erde hin. Ringsrum. Da geht schon da durch. Zu dem Becken, von dem Becken, zu dem Becken, von dem Becken, zum Ausgleichsbehälter. Da, der kommt dann da hin. Thank you.
29 zu 7, das heißt 29 brauchbare Erde, 7 Schubkarren unbrauchbare Erde. Neunzehn zu 27.
das aus. Dann ist der Ablauf.